Selbst der Zweite Weltkrieg konnte der Buchhandlung Scheuermann nichts anhaben. Die Geschäftsräume wurden 1943 zwar zerstört, aber die Existenz blieb bestehen. Und das bis heute. Aber in schwierigen Zeiten fehlender Kundschaft, sinkender Umsätze und zunehmender Leerstände ist es nicht immer leicht, in der Duisburger Innenstadt ein Einzelhändler zu sein. Elisabeth Eferz, Eigentümerin der Buchhandlung Scheuermann, blickt einerseits zufrieden, aber auch ein Stück verhalten auf das Jahr 2018 zurück. Wir sind ganz gut zufrieden. Dadurch, dass wir ein starkes Weihnachtsgeschäft hatten, konnten wir jetzt hinten raus zufrieden sein. Das Jahr über war zäh. Und wie in allen anderen Branchen auch, ohne Highlights, ohne Spektakel, ohne großartige Freude. Ohne großartige Freude stellt die Literaturwissenschaftlerin auch die nach und nach schließenden Geschäfte in der Duisburger Innenstadt fest. Denn die Schließungen haben auch Einfluss auf die 108-jährige Buchhandlung. Jedes Geschäft, was wegbricht, ist ein Grund weniger, in die Innenstadt zu fahren, zu kommen. Und darunter leiden wir alle. Also wir brauchen einen Branchenmix. Und es wäre halt zu wünschen, dass das ein bisschen gesteuert werden könnte. Sei es, dass die Mieten angepasst würden oder dass halt das ein bisschen gestaltet wird oder eben auch geworben wird dafür, dass Duisburg ein attraktiver Standort wieder wird. Doch auch wenn Duisburg wieder ein attraktiver Standort wird, bleibt neben der Zunahme vom Onlinehandel noch eine weitere Sorge bestehen. Bei uns speziell in der Buchbranche ist es natürlich so, dass wir eben konkurrieren mit den digitalen Anwendungen und dass die Zeit einfach nicht da ist. Jede Zeit, die Sie bei Netflix verbringen oder mit Ihrem Smartphone etwas tun oder Ihrem Tablet, geht dem Buch verloren. Dann hoffen wir natürlich, dass wir es in die Köpfe kriegen, dass der Buchhandel eigentlich die Branche der Stunde ist, weil wir haben alles das, was die Menschheit sich so sehr sehnt, wonach sie sich sehnt. Wir haben Informationen, wir haben Konzentration, wir haben Orientierung, wir haben Sinnstiftung, wir haben Unterhaltung, wir haben Entspannung, wir haben Kinderbücher, wir haben die Dinge, die die Menschen gut tun, und das ist bei der Stimmung, die draußen herrscht und bei der Angeschlagenheit, sage ich jetzt mal mental wie physisch, kann das Buch eigentlich nur gewinnen. Gewinnen könnten über 30.000 wechselnde Bücher das Herz von Leserinnen und Lesern in der Buchhandlung Scheuermann. Für das Jahr 2019 wünscht sie sich vor allem einzelne Titel wie Stephen King, Harry Potter oder Shades of Grey, die sich zum Verkaufsschlager entwickeln. Und ansonsten? Ja, einfach weitermachen. Wir lieben das Buch, wir wissen, was wir hier tun und dafür stehen wir. Das wissen die Kunden, was sie hier erwartet, und wir verbiegen uns nicht. Das führt zu nichts, weil dann weiß man nicht mehr, wofür wir stehen. Und deswegen, wir bleiben uns treu und hoffen, dass die Kunden das dann entsprechend auch tun. 14 Jahre hat die Literaturwissenschaftlerin und Buchhändlerin bereits in ihre Buchhandlung investiert. Den Blick stets auf die Wiederbelebung des alten Glanzes, den der Sonnenwall bald hoffentlich wieder haben wird, gerichtet.